Jo Leute, willkommen bei MaskerC. Heute wieder mal ein neues Video. Und zwar geht es diesmal um die Phailun FT011. Ja, mein Brushless Speedboat. Das fahre ich mittlerweile seit, ja, 4, 5 Jahren. Und der Motor war fertig. Den habe ich einfach mal getauscht, 1 zu 1. 2400 kV Brushless. Und ich würde sagen, wir gehen das jetzt mal überprüfen an die Kiesgrube. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, bleibt dran. Bis gleich. Ja, Leute, erster Versuch von der Phailun FT011. Merkt, wir haben den Motor gewechselt. 2400 kV. Neuen Akku gab es auch. 2300 mAh, 50C. Logger steht auf 1,9. Mal schauen, was wir packen. Bis gleich. Ja, scheint ganz gut zu funktionieren. Ein schnelles und günstiges Einsteiger-AC-Boot. Gerade wenn man mal reinschnuppern will, nicht allzu viel Geld ausgeben will. Ich glaube, die Dinger gibt es für 180 Euro circa. Oder manchmal auch mal ein bisschen günstiger, müsst ihr halt schauen. Bisschen Tuning hatte ich auch verbaut. Andere Finnen, anderes Ruder, alles aus Aluminium. Schön, das freut mich, dass das alles so gut funktioniert. So, wir schauen mal nach, was wir geschafft haben. So Leute, jetzt wird spannend. So, machen wir das Klebeband mal ab und schauen uns den Logger an. So Leute, 48,9 km/h.
Ich hatte dann auch schon mal auf 50 gehabt, aber das reicht mir vollkommen aus für das kleine Boot. Ja, Leute, hier nochmal die Aluminiumfin. Aluminiumruder hatte ich noch verbaut. Ja, Propeller ist noch der originale dran. Aber wie gesagt, das reicht. Ihr könnt da auch noch einen größeren dran machen. Da geht ein bisschen mehr in der Endgeschwindigkeit. Aber immer vorsichtig sein, bevor der Motor überhitzt. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Aktiviert die Glocke, ja, da verpasst ihr auch nichts mehr. Und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.